Ja, da geht's mal weiter mit der Story, ne? Ja. Aber was kommt denn in der Story? Ich weiß es nicht. Erstmal gehe ich schlafen. Wird unhöflich geweckt. Die Welt wartet auf mich. Die gesamte Welt. お目覚めですか?朝は甘いものがおすすめですよ。僕はよくお菓子をお弁当にして朝の散歩に持っていくんです。 Ich habe doch schon was Süßes gerade. Der war gut, oder? Okay. Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Danny Röpi und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Fire Emblem Engage. In der letzten Folge haben wir die Nebenquest gemacht, um hier folgendes: den Ehering hier freizuschalten, den ich übrigens noch nicht packdrängen, den ich bis jetzt übrigens noch nicht benutzt habe. Ne, weil ich bin noch nicht blöd. Da warten wir noch, ne? Falls überhaupt, keine Ahnung, vielleicht bleibe ich auch Single, keine Ahnung. Und ja, das sparen wir uns noch ein bisschen auf. Erstmal gehen wir raus und ich zeige euch dann mal wieder hier einige Supports. Ne? Ich habe beim letzten Mal übrigens vergessen, einige Bandgespräche wieder hier abzuspielen. Am Ende des Parts habe ich irgendwie nicht mehr dran gedacht. Müssen wir heute nachholen. Ne? Das Textdokument die ganze Zeit offen. Weiß nicht, wieso ich das überhaupt vergessen habe. Hier ist schon wieder was Neues gespawnt. Wahrscheinlich wieder nur Mehl oder irgendwie sowas sein wird. Oder Nüsse. Ja, Nüsse in den Blumen da. So, irgendwie verschwindet. Gut, wir sind heute in Kapitel 24. Wir spielen das Kapitel Erinnerungen. Ich weiß nicht genau, was wir da machen müssen oder so. Ich glaube, in der Grotte ist auch noch was aufgetaucht. Ich habe die Musik mal wieder ein bisschen geändert. Ich finde die Musik hier gut. Ja, ehrlich gesagt, zum ersten Mal habe ich die Musik hier gehört, nachdem ich die umgestellt habe. Ich habe die nämlich umgestellt, während ich hier keinen Sound hatte. Weil ich habe ja nie wirklich irgendwie Sound an. Weil ich ja immer den Sound leiser mache und hier mit Kopfhörer spiele und so. Deswegen, wenn ich offscreen meine Runden immer drehen, ist mal alles komplett stumm. Gibt ja nichts Besonderes zu hören. Ne? So, wir gehen erstmal. Habe ich noch irgendeine Klamotte bekommen? Eine Ration und so. Kann man schon mal da reinpacken dann. Ja. Dann packen wir wieder unsere Rest hier rein. Ne? Ich tue mal ein Purativ hier rein. Nur eins übrig. Ich glaube nie, dass ich irgendwie einen normalen Eisendolch brauchen werde, wenn ich diesen super Eisendolch habe. So, ehrlich, ich auf die 3 Sterne hoch. Okay, machen wir so. Aber er hat schon mal erledigt. So, jetzt gucken wir uns Supports an. Ne? Ich habe wieder ein paar freigeschaltet. Und dann gucken wir mal, wer ja gegen mit wen schnacken will. Zum Beispiel Zalkoff mit Ivy. Ne? Klingt doch interessant. Nein, ist ja vertraut von ihr. Voll verpasst. そうでしたか。あまり無理はなさらぬよう。心配など無用よ。どうせ私の身など本気で案じてはいないのでしょう。あなたが私に好意的ではないことは知っている。誤解があるといけませんね。なので正確に話をしましょう。それは本気でアイビー様の身を案じていますよ。それが仕事だからです。 アイビー様は俺からの好意について気にしているご様子。ご名答。俺はアイビー様に対し好意的な感情は持ち合わせています。そんなことは無関係です。好意があろうがなかろうが、アイビー様の進化としての仕事の手は抜きません。私に好意は持っていない。 Wie kommt sie überhaupt auf das sagen? So als müssten wir halt irgendwie wissen. So, ich weiß, du kannst mich
Was für ein Gespräch war das gerade? Ich weiß, du kannst mich nicht leiden. Basierend auf was? Er wurde irgendwie so gedroppt, als müssten wir alle wissen oder so, ne? So, haben wir zwei, nicht Kronprinzessinnen, zwei Prinzessinnen, zwei Adligen, ich weiß nicht. Kleine Schwestern von Thronerben. Nachher, aber beim letzten Mal war sie irgendwie über... Hat sie überhaupt nicht gemerkt, irgendwie hat sie neidisch war oder so. プニプニしたかったのに。そうなの。でも今は勝負してるから邪魔しないで。わかりました。セリーヌ王女が相手だとなんかいつもの感じで立ち回れないわ。やっぱりセリーヌ王女のことを本当は可愛いって認めているからなのかしら。 Oh mein Gott, ich glaube, ich bin verliebt. Muss schrecklich sein, wenn man nur eine Charakterpersönlichkeit hat und diese ruiniert wird, ne? Genau deswegen schreibt man solche Charaktere nicht. Pandrion, Mauvier. Ich weiß nur mal so erwähnen, ne? Ich bin ジャリューへの信仰を変えたわけじゃない。信仰する神は違えど、同じ聖職者同士だろ。そんな細かいことは関係ねえぜ。関係ある。大きな問題だ。信仰の違いを細かいこととは。同じ聖職者として嘆かわしい話だ。なあ、モーブ。あんたはジャリューに何を祈っていたんだ？ 世の平穏を願っていた。今の世界はあまりにも不健全だ。だったらやっぱり神竜とか蛇竜は関係ねえぜ。俺も同じことを祈るつもりだったからな。信仰は違っても願いは同じだ。そうだろ。お前のような考え方の聖職者には会ったことがない。よく言われるぜ。俺の負けだ。隣でよければ 好きに祈るがいい。あ、一緒に祈ろうじゃねえか。世界の平和をよ。 Ah ja, Religion, ne? Hammer und Palette. Mein Gott ist cooler als deiner. Mein Gott hat einen größeren als du. Nein, leider nicht. Ich muss dich töten. Und jeder andere, der auch an diesen Gott glaubt. Religion zusammengefasst. Dann ist er irgendwie nicht sehr unsterblich. Er war unbesiegbar, bevor er allerdings besiegt wurde. Er war unbesiegbar, bis er besiegt wurde. Mein Gott, Deutsch schwer, ne? Ich weiß. Ich
Na, okay. Ich habe gerade zwei gefunden. Dann haben wir Yunaka und Marin. Ich will die ganze Zeit Yunaka und Zelkov irgendwie mal verkuppeln. So zwei Diebe. Irgendwie will das nicht funktionieren.手合わせは殺し合いではないだろう。開始すぐに僕の首を狙って、はい終わりだなんて、もう少し余裕を持っておおらかに取り組んで欲しいものだ。少し失礼ですが、その申し入れは却下ですぞ。何？メリン氏は戦闘中にご自身に陶酔し、長々と口上を述べられておりましたな。かっこよさだのビガのカレーだのなんだの。 その隙に攻撃してくれと言わんばかりの行為でしたぞ。相手が私めだったから小さな単行部で済んだものの、本物の敵だったら今頃は。そんなことは分かっているさ。ただ僕はちょっと試してみたかっただけで。本番で使えない決めゼリフなど試す意味ありませぬぞ。言いたいことは分かるけど、手合わせの時ぐらいいいじゃないか。 戦闘中にかっこいいセリフを言ってみたいんだ。特に長いやつをね。仲間なんだから言い終わるまで待てるだろう。いいえ、戦いをなめてはなりませぬ。メリン氏は騎士としてわきまえていると思っていたのですが、私目の見込み違いでしたな。これにて失礼。ユナカメ、確かに君は正しいさ。 Demo. Wir wissen immer noch nichts über sie. Ich weiß nicht, ob ich irgendwie Support noch farmen soll, wenn ich irgendwie, weiß nicht, im Spiel durch bin. Ich weiß auch nicht, wie es nach dem Durchspielen hier aussieht, ob ich dann immer noch so hier rumlaufen kann oder so. Ich würde nämlich gerne noch so ein paar Supports und so freischalten, ne? Einfach so. Einfach nur, um die Charaktere ein bisschen mehr kennenzulernen, so als Bonus. Folgen oder irgendwie so was, ne? Vielleicht noch alle Charaktere auf Level 20 bringen. Vielleicht mache ich dann noch vor dem finalen Kampf. Ich weiß nicht. Erstmal muss ich irgendwie so eine klare Ansage bekommen, wann der letzte Kampf sein wird. Und das scheint mir mit dem nächsten Kapitel noch nicht der Fall zu sein. Ich habe irgendwie das Gefühl, ich vergesse irgendwas. Ne, ne? Wir gucken immer nur Supports an, ne? Und dann gehen wir mal essen. Ja. Ich muss mal wieder ein, zwei Tage irgendwie so skippen, ne? Dann ist schon wieder alles irgendwie drunter und drüber. Ich habe letztens gesehen, warte mal, sind die Leute so angeordnet nach Leibspeisen? Ja, tatsächlich. Okay. So glaube ich jedenfalls. Ihr beiden, ja. Ja, das gefällt mir. Geübt, eifrig. Nehmen wir den hier. Was mache ich? Kartoffel, Fisch, Auflauf. Seltener Fisch. Ich fisch die ganze Zeit so selten. Ich wünsche, ich könnte ein paar Sachen verkaufen, die ich nicht brauche. Ich meine, ich habe genug Sachen, die ich verkaufen kann, aber... Ich kann die ganzen Sachen hier, die ich so hier finde, verkaufen. Nichts freigeschaltet. Nichts freigeschaltet. Ah. Nice. Sehr cool. Okay, jetzt im Grunde sind wir schon gegangen. Ne? Ja, ne, normalerweise nehme ich mal erst die Supports durch und dann packe ich mal in den Brunnen. Ne? So. Na, fertig. Dann gucken wir uns am Ende des Parts, wenn ich das nicht vergesse, die Supports an, die Bankgespräche. Das erste machen wir wieder weiter in der Story. Kapitel 24, Erinnerung. Keine Ahnung, wo es da geht, ne? Das letzte war ein bisschen offensichtlicher mit, was uns als nächstes erwartet, die Bluthunde, ne? Es war echt alles eher durchgegangen. Wir sind mit allem fertig, ne? Goldene Verzerrte, das sind so...
Random Kämpfe. Das ist auch Random Kampf. Also man kann ja irgendwie so hoch trainieren, ne? Okay. Guck mal, Kapitel 24 Bergregion. Mit dem Artefakt von Zephyr machen die Gruppe sich auf die Suche nach dem versunkenen Drachensiegel. Da scheinen ja noch ganz schön viele Kapitel dann zu kommen, ne? Weil wir müssen irgendwie 4 Siegel oder so. Wir müssen 4 Siegel noch finden, ne? Wir haben erst 1. Kann doch nicht sein. Sind noch viel zu viele Sachen. Ich habe schon damit gerechnet, der 25. irgendwie der letzte ist. Oh, sieht jetzt irgendwie nicht so aus. ここが Oh Gott, bitte sag mir nicht, wir haben hier ein Zeitlimit. Oder Zuglimit. Riecht nämlich schon danach. Oh Gott, nein. Dann bin ich getrennt. さっきまで湖のようだった場所に巨大な山が。どうやら成功したようですね。早くみんなと合流しないと。そこの人。What?驚きました。私とそっくりな顔です。嘘。 この人は私あなた何者ですか。それはmein böses ich。それはmein böses cooleres ich。あなたから紋章師の気配がします。今までにない珍しい気配。指輪を持っているのならお父様のところに持っていかないと。お父様、龍族の王 ソンブルのことです。私の役目は紋章師の指輪を集めること。そのためには何をしてもいいと、そう教わっています。私はこたびの神竜との戦でいくつも指輪を集めました。神竜との戦、まさかこれは昔の私自身。あの魔法具は 龍門のある場所を引き上げるために時間ごと巻き戻したということでしょうか。クラだとしたら私がいるのは龍門が沈む前、千年前のグラドロンということに何をブツブツ言っているのですか。分かったら早く指輪を出してください。お断りします。それは困ります。もし逃したらお父様のご命令に背いたら 殺されてしまう。私の兄弟と同じように殺される。お兄様は水につけられて死にました。お姉様は炎に焼かれて死にました。可愛かった妹や弟は異形兵に襲われて死にました。戦争で死んだ兄弟たちもいますが、ほとんどはお父様が処分されます。 処分で。ファーターです。やーです。ソンブルは自分の子を殺しているのですか。欠陥品には仕方のないこと。でも私は欠陥品ではありません。それを示すために指輪を集めます。お父様が望みを叶えるまで、ソンブルが望みを叶えた後、あなたはどうするのですか。私。 私はただ今の
あれは雪崩です。この辺りではよくある現象。でも今日は少し様子が変です。異形兵たちが騒がしい。もしかしたら侵入者かも。侵入者？みんなが近くにいるのでしょうか。すみません、私はこれで逃げられてしまいました。何としてでも捕まえないと。追いかけます。 Alles klar. Er ist so schnell von mir weggerannt. Was hätte ich da tun sollen? Mia! Ah, bist du gut? Wenn ich nicht wäre, was würde ich tun? Ich dachte, dass alle durcheinander geraten sind. Ich habe mich nicht getrennt. Ich bin nicht getrennt werden. Getrennt hier. Mein Kollegen im Kampf. Ich habe irgendwie so gedacht, wir müssen jetzt irgendwie die ganze Zeit gegen ihn kämpfen alleine. Hallöchen, Sophia. どういうことなのかしら。彼女は死んだのではなかったの。セピアは死んだはずよ。もう二度と会えないわ。なのにあのセピアは異形兵には見えないし、私たちのことも分からないみたい。落ち着いて聞いてください。あれはおそらく千年前のセピアです。私たちは今 1000年前のグラドロンにいるんです。魔法具の効果は入門のある場所の浮上、結果的にそれは達成されました。でもどういうわけか、それは地形の変化ではなく時が巻き戻されることで叶えられた。その証拠にさっき出会ったんです。1000年前の自分自身に。なんだって。 見つけましたよ。あれはお兄ちゃん。はい、さっき遭遇した千年前の私です。髪も目も赤い。でもあれは確かにお兄ちゃんだわ。Wie hat Sophia so lange gebraucht, um uns irgendwie wiederzuerkennen? Wie hat sie uns nicht wieder erkannt? Wie blöd sind die Leute eigentlich? ここは私が相手を務めましょう。ありがとうございます、巫女様。私も助力を必要ありません。あなたはこのことをお父様に奴らからは紋章師の気配がします。奴らが紋章師の指輪を持っていると。その可能性があります。承知しました。では私は王城に。 Wie will ich Vale jetzt im Team haben, um gegen ihn zu kämpfen? Darf ich uns mein Team noch mal so ein bisschen umändern?私は指輪を持ち帰らないといけないのです。狙いが分かった以上、好きにはさせません。私が勝てば指輪をもらう。あなたが勝てば竜門を壊す。簡単なことでしょう。争いは避けられそうにありませんね。やっとやる気になったようですね。かかってきなさい。 So voll mit Emotionen, ne? Monschauschi が相手になります。あれはマルス。こちらは手の内を見せたのです。あなたの紋章師も見せてください。Ich habe sogar Muff ausgerüstet.
ても信じてもらえなさそうですね。何よりここでそれを告げない方が良さそうです。仕方がありません。マルス。あ、向こうにもマルスが。同じ指輪は二つとないはずなのに、ますます興味が湧いてきます。じゃあ、一旦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 、一ein bisschen Klischee, aber interessant. Wir gegen unser böses Ich kämpfen. Dürfte eigentlich voll einfach sein, ne? 15 Züge. Oh nee. Warte mal. Dieses Layout kommt mir voll bekannt vor. Ah, ich kann noch zwei mehr mitnehmen. Sehr cool. Dieses Layout kommt mir so bekannt vor. Aus einem anderen Fire Emblem Spiel. Aber ich muss ihn besiegen. Dann hier aus der Zeit von vor 1000 Jahren. Ohne freien Willen gehorcht in dem Monddrachen. Oh, Stiefel. Okay, dann verprügeln wir den und nehmen den seine. Nehmen den seine. Schuhe mit. So, natürlich ist er stärker, ne, obwohl das eigentlich nicht möglich sein dürfte, weil vor 1000 Jahren nehme ich mal an, dass ich sehr viel schwächer war, ne, aber. Okay, warum nicht? Was haben wir hier alles? So. Trefft sich ehrlich gesagt gut, dass ich kann zwei weitere Charaktere mitnehmen. Und ich muss Überraschung, Überraschung wieder aufs Klo, obwohl ich wortwörtlich gerade. Ich verstehe nicht, wieso immer der Fall ist. Ob Ukon Vasara Axt, eine große legendäre Axt mit Schmetterkraft. Schon wieder so eine Schmetter. 72 Schaden. Schon wieder so eine Schmetterwaffe in legendärer Form. Ländebar, ein legendärer Bogen. Ein legendärer Bogen, effektiv gegen Flieger. Okay. Ja, wir müssen definitiv schnell hier losgehen auf die Leute, ne? Und für diese schönen Waffen hier bekommen. Aber ich gehe mal wieder kurz am Klo. Währenddessen tue ich hier wieder die Leute ein bisschen vorbereiten, ne? Und mir zwei neue Leute suchen, die uns hier im Kampf unterstützen. Und ja, dann sehe ich euch gleich. Bis denn. Und dann bin ich wieder zurück. Ja, das ist unser bunter Trip für heute, ne? Ich natürlich mit Marv, Luis und Ike, Rosado und Sigurd, Bonnet und Lucina, Alfred und Lynn, Butcher und Live, Amber und Roy, Hortensia und Celica, Clan und Corin, Naps und Balev, Fogado und Erika, Marin und Mikaya, das waren die Charaktere, die ich mitnehmen wollte. Aber ich habe noch Timera und Hector und Ivy und Soren mit reingepackt, ne? Einfach nur, ich muss mir ja langsam irgendwie so Gedanken machen, über wen ich hier alles in mein Endteam reinhaben möchte, ne? Da habe ich mir zwei der Hauptcharaktere einfach reingepackt, ne? Diamant ist stark genug, der schafft es locker hier noch Level zu bekommen, ne? Alchris ist schon Level 15. Und naja, reicht das, ne? So, ach, ich wollte doch Vale auch noch einpacken. Ich bin auch blöd. Dann nehmen wir anstatt Timera und Hector nehmen wir Vale. Und keine Ahnung. Ich verstehe nicht, wie ich hier noch echt was vergessen konnte. Gib mir noch ein paar Sekunden, ja. Gibt da eigentlich nicht hier viel, was hier noch geben kann, ne? Irgendwas gegen Fliegeneinheiten. So. So, Ivy will ich nicht rauspacken, weil ich brauche drei Heiler. Nein. Dann packen wir anstatt Soren Hector packen wir, ich nehme an, entweder Veronica oder Camilla.
Magie, Resistenz. Okay, alles klar. Gut, weil Ivy kann ich nicht rauspacken, weil ich brauche 3 Heiler. Weil ich habe mir jetzt so vorgestellt, ne? Ich habe hier einen Heiler, ich habe oben einen Heiler und ich habe unten einen Heiler. Weil die sind ja alle hier getrennt, die Leute, ne? So, 15 Zügel ist nicht viel. Vor allem nicht in dieser Phase des Spiels, ne? Da sind irgendwie, weil nicht, da sollten die Zugbedingungen hier schon, weil nicht schon über 20 sein. Weil 15 ist nicht viel zu diesem Zeitpunkt. Ich habe gerade gesehen, der Typ hat hier nur eine Reichweite, was diesen Typen jetzt so einen unglaublich einfachen Boss machen müsste. Alles klar. Wie gesagt, 15 Züge sind nicht viel, aber da der sowieso auf uns zu düst irgendwann, ist das ohne Belang, ne? Was hier aber wichtig ist, ist er hier und er hier. Die beiden muss ich erledigt kriegen, um deren Waffen zu bekommen, weil das sind ganz schön schnieke Waffen, ne? Alles andere ist nicht so wichtig dann. Ich meine, wir wollen natürlich so viele Leute hier killen wie möglich, wegen Erfahrungspunkt und so. So, ja, war vor Timera. Kann ich sie hier behalten? Ja, ne? Ja, aber das. Gut, erster Zug, relativ einfach. Aber das machen wir gleich, wenn es soweit ist. So. Haben wir jetzt alles, ja, ne? Haben wir alles verteilt, ja, ne? Gut, dann speichere ich hier einmal. Außerdem 15 Züge, gerade weil das nicht so viel ist, kann ich mir nicht vorstellen, dass hier sehr viel abgehen wird, ne? Weil 15 Züge, naja, ist nicht viel Zeit, um irgendwie Verstärkungstruppe hier reinzupacken. Außer irgendwie so was hier passiert. Ey. Wow. In 2 Zügen mit einer Lawine den unteren Bergpfad überrollen. Ja, Nero der Vergangenheit kann mit Hilfe der Dämonenwachensiegels Lawinen auslösen. Getroffene Verbündete werden weggestoßen, aber nur Verbündete, ne? Eine Warnungszeit, wo Lawinen niedergehen werden. Bleib wachsam und lass deine Einheiten vorsichtig vorrücken. Felsen und Gegner können verhindern, dass Einheiten zurückgedrängt werden. Ah. Ich kriege ja so Rückblenden von dem finalen Kampf aus Fire Emblem Fates gegen Takumi. War so nervig, der hat immer geschossen, wie ein Blöder. Die Schlacht müssen innerhalb einer festen Anzahl von Zügen gewonnen werden. Das sagt er mir jetzt erst. Alea der Vergangenheit. Ah, so heißt er. Alea, genau. Alea wird besiegt, wo 20 Züge verstreichen. Okay. Ist definitiv nicht. Hat bestimmt irgendwie mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun, ne? Streichen die Züge, die in den Siegesbedingungen festgelegt werden, hat deine Armee den Kampf verloren. Ja. Das spielt doch noch ein bisschen länger, weil die geben mir jetzt erst ein Tutorial über Zeitbedingungen. Das ist das erste. Boah. So, ich habe natürlich hier so ein bisschen voraus geplant, was wir so als erstes machen. Ne? Und was wir als erstes machen, ist sie hier im Packen, weil sie kann von nichts her getroffen werden. Ne? Was ist das hier? Koop-Angriffe, aber werden mich nicht töten. So, ich habe schon gesehen, hier sind so Nebel, die geben ein bisschen ausweichen und wir packen sie jetzt hier hin und niemand wird sie jetzt treffen. Und ja, wir müssen uns dann hier ranschleichen, ein bisschen. Oh, was ist das hier? Wasserader. Ich weiß nicht, ob das die Dings hier entfernt. Ne? Das warte mal. Obwohl, warte mal. So, eine meiner Strategien ist jetzt hier, den Typen da hinten abzuknallen mit Lin, ne? Das ist bestimmt eine gute Idee, ne? Also der Typ mit der Waffe, die wir haben wollen. So. Zum Wasser hier. So, die Situation haben wir geklärt. So.
ähnliche Situation hier. Wir werden. Ach so, das ist die Lawinenwarnung, genau. So, wir haben drei Leute, in dessen Reichweite wir uns bewegen können, ne? Ich gehe hier hin, ne? Ausweichen 130. Die können mich nicht treffen, die haben so super gruselige Silbergroßäxte. Er ist der Einzige, der mich hier treffen kann. 42. Ich meine, wenn er mich krittet, dann... Oh, kritische Abwehr 163. Okay, der wird mich nicht kennen. So, wir packen sie hier hin. Sie kümmert sich um die beiden. Hoffentlich. Wird wahrscheinlich von ihm auch angegriffen. Ne, wird sie gar nicht. Oh Gott, diese blöden Dinger machen mich jetzt voll durcheinander. So, kann ich irgendwie dich anlocken? Ich glaube nicht, ne? So, dann gehen wir mal hier. Ich will sie vielleicht hier so in der Mitte packen. Also fliegende Einheiten in der Mitte kann gar nicht so schlecht sein, ne? Weil die können dann immer hier hin und her wechseln, ne? So, packen wir dich hier mal hin. Ich habe ihnen mal eine Ahnung gegeben. Hier, Rapals Waffe. Ich packen wir hier hin. Oh, du kommst hier hin. Nach, ich hätte sie eigentlich auch hier einpacken sollen, ne, für Ausweichen und so. So. Dann habe ich hier was. Ja, das ist natürlich blöd, ne? Als ich die Charaktere aufgestellt haben, waren die ein bisschen mehr hier. Jetzt ist natürlich wieder alles ein bisschen durcheinander gebracht worden. Ich möchte mal kurz was ausprobieren. So, warte mal gucken. Hier. Hier ist nämlich ein Foron-Benutzer, ne? Noch mal kurz gucken, wie viel Schaden die mir machen. Die haben eine Crit-Chance. Ha. Okay, ich würde am liebsten ihn hier einmal weghauen, ne? Ah. Ein Moment. Ich meine, die sind sowieso jetzt wieder außer Reichweite, von daher ist ja sowieso egal, ne? So, du hast eine blöde Silberschwert, aber mach mal jetzt so einfach, ne? Weil ihr seid ja wieder außer Reichweite hier. Kann ich auf den hier losgehen? Kann ich. Ich brauche jemanden mit 4 Reichweite. Dich. Ja, sie ist aber. Ich will aber nicht meinen Heiler ja runterhauen hier. Okay, machen wir so. Okay. Ich habe schon so ein bisschen mehr Schaden einberechnet im ersten Zug, aber geht ja nicht. Weil die mich ein bisschen zurückgedrängt haben hier. Ah, die da am rumlatschen. So, und du dürftest mich eigentlich nicht treffen. Sehr viel weniger Schaden. Das war eigentlich geplant hätte. Keine Crit-Chance, keine einzige. Ein bisschen Stärke wäre jetzt nicht schlecht gewesen. Blöden Kombo-Angriff, ey. Voll nervig. So, oh, die kommen auf mich zu. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich dachte, ich hab's getroffen. Jetzt echt gedacht, die warten jetzt da und das ist irgendwie so die einzige Herausforderung in diesem Kapitel, dass die nicht auf mich zukommen, ne? Ich auf die hinrennen muss. Mein Gott. Sag. Leider nicht genug. Alter, der wird die One-Shotten, ne? So.
Nur mal sagen, das ist noch relativ gut abgelaufen, ja, alles. Ja, natürlich kommen hier Verstärkungsrunden. So. Ihn könnte ich ja wegboxen wahrscheinlich, ne? Wir sind hier viel zu viele. So. Mir ist übrigens aufgefallen, ich habe hier nur berittene Einheiten. Was ich irgendwie cool fand. So, dich muss ich mal im Auge behalten. So. Boah, ich muss ja eigentlich immer noch mehr als 39 HP haben, ne? Dann überlebe ich das. So, guck mal, ja, ich habe ihnen übrigens hier mal die Waffe von links gegeben, ja, von, wie heißt sie? Na, Schwester von Aufheil. Jetzt habe ich den Namen vergessen. Nell, mein Gott. So, irgendwie kriegen wir die ja nicht down. Warum sind die so tanky? Noch gar nicht so stark, man. Du hast einen Tomahawk. Dich möchte ich vielleicht. Nein, warte, ich habe doch mal ein paar Leute hier, ne? Nö. Okay, ich glaube nicht, dass ich die down kriege hier. So, ich habe aber ein Donnerschwert mit ihr, das auch nicht so viel Schaden macht. Ja, okay, damit jemand sie erreichen, aber ich habe bis dahin haben wir da die Geschichte hier erledigt, ne? So, mit was fange ich denn hier an? Ich kann mit Klan die ja eigentlich alle festnageln, ne? Ich muss auch nach oben, ich muss ja auch noch hier weiterlaufen, ne? Das Problem, ich muss ja nach rechts noch weiterkommen. Ja. Wer ist denn der gefährlicher? Der mit dem Tomahawk? Ne, die sind stärker, weil die alle Silberklingen haben. Warte mal, da kann man auch voll einfach drumherum arbeiten, ne? Ne, kann man nicht. Okay, machen wir es so. So, wir machen erstmal dich. Ich habe gerade gesehen, ja, du mich one shot, wenn er trifft. Hey. Da habe ich nicht aufgefasst. Ups. Kann ich da oben helfen? Die Situation ist auch voll nervig gerade. Die Frage ist, brauche ich irgendwie hier unten alle Leute? Ich glaube nicht, ne? Richtig down, wahrscheinlich nicht. Alter, was ist das denn? Ja. Jetzt muss ich wieder die Leute alle ab. Und bei denen ja. Irgendwann muss ja kaputt gehauen werden. Wenn überhaupt bei Lev hier. Lapis, ne? So, hier habe ich sogar eine andere Fähigkeit gegeben. Das habe ich dann gedacht. So. Selber Großlanze. Die können die hier wieder one-shotten. Ja. Bei denen hier auch, weil er daneben ist. Jetzt, wenn ich ihn zweimal kritte, ist er immer noch.
Also noch nicht mal tot. So ein Hammer. Nee, nein. Aber ich kann ich hier doch reinpacken, ne? So. Komm, wie gut er damit treffen kann. Ah ja, Treffer plus 15. Ist klar, der damit trifft. Mit diesen Händen melke ich alles. Er verliegt sehr not Hände, ey. Sehr not hat auch immer solche komischen Gesten gemacht mit seinen Händen. Es wird irgendwie voll eine Kuh melken. So. Ah, natürlich. So, warte mal, wenn ich hier und hier hingehe. Obscurity, what? Nehme ich. Oh. Okay. Ich nehme mal das Messerchen, ist so schnell, ne? So. Ich meine, ich kann sie nicht da reinschicken, um sich um die zu kümmern, weil ja, beim nächsten Zug ist sie dann weg, obwohl. Doch, ist er. Okay, dann muss ich den hier machen. Oh Gott. Ja, du musst da treffen. So, steht er natürlich noch da. Schön gut. So, Alter, der trifft mich ja immer. So, kannst du mal kritten? Wäre sehr gut. Meister Lanze und so, ne? 34%. Nein. Cool. Okay. Kann ich dich one-shotten? Nein. Kann der mich treffen? Nein, kann er nicht. Aber den ja haben noch 60%. Krieg ich noch nie im Leben getroffen, den Typen. Na, dann machen wir den ja. Okay, mein Tomahawk. Ich bessere Chance zu treffen. So, und da muss ich ihn kaputt boxen mit ihnen. Geht nicht anders. Zack. Donk. Boink. Bonk. Okay. So. So, jetzt die Situation, ja. Ich glaube, ich muss echt hier mit Corin den Typen festhalten, ne? Ich könnte mir zur Not hier wieder das Ding aufladen lassen, ne? Ja,
Versuchen wir aber erstmal hier was. So. Na, warte mal, ich tue ich doch am Brechen. Ja, warte. Oh mein Gott, das gibt's jetzt nicht. Warum sind die so tanky alle? So, gegen Magie seid ihr alle anfällig. Sehr gut. So, einer wird hier leider noch am Leben bleiben. Aber wird ja wohl hoffentlich nicht so tragisch sein, ne? Ja, ich glaube, genau das wird da mit dem Problem sein. So, ey, wie der mich einfach one-shotten kann. Ich finde schon, der Tomahawk schon angenehmer als der Rest hier. Ja, müssen wir halt den hier machen, ne? Müssen die festhalten. Ja, wir kriegen die nicht down in diesem Zug. Dich kaputt haben. Ich habe gerade jemand im Hintergrund mal gesehen. Er hat natürlich kein Dings. Sonst machen, ne? Mal gepanzerte Einheiten können nicht gebrochen werden, ne? Oder? Oder ist halt nur ein Effekt. Ich glaube, das ist nur ein Effekt von Louis, ne? Also von sein, weil er gepanzert ist, ne? Na gut. Dann. Versuchen, ne? Oh, sehr gut. Okay. Ist okay, du überlebst den einen Angriff jetzt. Na, schon wieder geklärt. Geht natürlich wieder ein KP, ne? Hier ist sowas von klar, ne? Au. So. So, die müssen weg, diese blöden Viecher. So, Hallöchen. Ein Schaden. Hey, diese eine Zahl, ne? Die verfolgt mich überall hin. Oh, drei Schaden. Natürlich triffst du mich. Ach, zurück habe ich jetzt zwei Magier, ne? Okay. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß gar nicht, ob das so schlimm ist eigentlich, ne? So schlimm ist das eigentlich gar nicht, finde ich. So, wir haben ja 107, 130 wieder. Das heißt, ich kann wieder sie hier reinpacken.
Sie kann eigentlich sich um alles hier kümmern wieder. So, eine Sekunde. Oh, perfekt. Aber bin ich froh, dass ich ihn jetzt gerade aktiviert habe. Also ihn sein Dingens hier. Das wird ja auch auf ihn auch funktionieren, ne? Daneben. Der Kollege müsste ja jetzt eigentlich auch da festgenagelt sein, ne? Ja. Ich noch irgendwie schaffen, ihn zu erledigen. Einmal kannst du von zwei treffen? Nee. So. Ich muss mal erledigen. So, jetzt mal den Typ auch erledigen. Ne, nee, der hängt da fest. Stimmt. Jetzt muss ich nur irgendwie, ihn kann ich irgendwie erledigen, anscheinend. So. Aber die Drachen natürlich wieder nicht hier genau da stehen würden, ne? Jetzt sind schon wieder greifen, Ritter. Ich sehe es nie. So, cool. Die Team, die treffen mich natürlich wieder alle. Aber ist okay. Weißt du was? Ist okay, weil diese Reifenritter, die kann Fogado erledigen. Hoffentlich. Vielleicht noch Alfred. Lin. So, jetzt haben wir diese super coole Axt. Ja, sie kann ihn vielleicht hochheilen. So. Dann haben wir ihn hoch, was nicht viel ist, aber okay, so ihn erledigt. Nö. Ah, lass mich mal hier kurz checken, ne? Ich glaube nämlich nicht, dass ich hier irgendjemanden abschießen muss, außer und dann meine ich ja noch wahrscheinlich die abschießen müssen, ne? Die Kollegen. Ja, weißt du was? Dann machen wir schon mal hier so, ne? So. Wenn wir irgendwann hoffentlich ihn erreichen und abschließen können, ne? So, gehen wir hier rein. Hier trifft mich nicht. Das wäre jetzt schön blöd hier unten mit der Situation, ne? Aber okay. Ich meine, wenn du ihn kriegen könntest, ne? Wäre super toll. Wir sehen ja wohl einmal kriegen können, ne? Ja, geiziger Held. Okay. Jetzt bringt der einen Kit auch nichts mehr. Danke. Er hat auch sein Pferd rausgesprungen. Ich bin nicht so stark wie Alpakas. So.
haben wir nicht kaputt. Oh mein Gott! Gut, wir ihn mit ihnen erledigt bekommen haben. So. Was ist denn da noch? Hoher Priester. Okay, dann komm mal her. So, wenn ich Glück habe, kann ich ihn eher für irgendwas gebrauchen. Ich habe keinen Hammer dabei, ne? Oh, ich habe eine Feuerlanze. Ah, der ist gut. Ja. Deswegen wollte ich ihn in der Mitte haben, mit der ja schön ja die Leute so nebenbei nur angreifen kann. So, das ist jetzt voll nervig hier gerade. So, warte mal. Aber warte, das kann hinhauen so. Ich mir vorstelle, ich muss einfach nur die Waffe noch mal wechseln, ne? Okay, 60 Schaden, 37 Schaden, da ist eine Menge Schaden, aber das gibt's jetzt nicht. Ja, überlebt sie das, ne? Glaube ich nicht. Das sind 41 Schaden. Ne. Hab mir schon wieder alles durcheinander gemacht gerade. Ja, plus ein Schaden, das ist zu wenig. Hin und so hin. Cool. Level 15. Tensi haben wir ja auch noch hier. Sie tut mal hier ein bisschen rumfliegen, ne? Vor allem jemanden hier unten heilen, oder? Nö. Packen wir sie mal hier hin. So, hi, was geht? Na, oh, ich greife als erstes an, weil die Großlanzen haben. Gar nicht dran gedacht. Den einen weggauen? Ne, doch nicht. So, ach ja, ich vergaß. Ich mache ja nur Schaden. Weg. Voll dämlich. So, oh, geht alle nach oben hin. Sehr gut. Ne, warte mal, ist nicht gut. Meine Erfahrungspunkte. Nein. Okay, ist cool.